jetzt für die Grünen im Bundestag. Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, werte Damen und Herren als Zuschauer, wir haben hier gerade eben vom Kollegen Müller in der Unionsfraktion und vorher auch von dem Kollegen Sorge bereits vorgetragen, erneut das Schauspiel einer Pseudopolitik erlebt, die sich über die Probleme im Land erhebt, die das Land schlecht macht, die dafür keinen einzigen Vorschlag findet an Problemen, die da sind, etwas zu ändern, sich absetzt aus der Verantwortung 16 Jahre unionsgetragener Bundesregierung, 8 Jahre als Gesundheitsressort in der Verantwortung gewesen, kein Vorschlag für die Verbesserung der Zustände, hingenommen, dass die Kliniken im Land in großer wirtschaftlicher Not sind, die Patienten in Krankenhäusern behandelt wird, wo die Qualität nicht mehr stimmt, zu Komplikationen, gar zum Tod führen, Personal überlastet ist, bürokratisch überbordend die Zustände, die Menschen in einem Hamsterrad nicht mehr wissen, wie sie die Arbeit schaffen. Und wir hier in einer riesen Empörung hören, all das hat mit uns nichts zu tun. All das hat mit der Union nichts zu tun. All das gibt es keinen Vorschlag und es gibt die Hybris, auf der einen Seite zu sagen, das ist eine teure Koalition, das kostet alles viel Geld. Und die Kliniken sollen mehr Geld kriegen. Das alles ist ein Vorschlag, wo so unhaltbare Zustände sind, aber eine Reform soll nicht kommen. All das sind Zustände, die so bleiben sollen, wie sie ist, aber so bleiben kann es nicht. Dieser Hin und Her, dieses keine Antwort finden, dieses keine Lösung haben, das hat das Gesundheitswesen, das hat Patientinnen und Patienten, das hat das Personal in die Misere gebracht, in der wir jetzt stehen. Und damit machen wir Schluss. Mit der größten Krankenhausreform, die dieses Land dringend gebraucht hat. Mit einer Reform, die die Bedürfnisse von Menschen, von Bürgerinnen, von Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellen. Die die Not des Personals ernst nimmt und dafür sorgt, dass es entlastet wird. Die dafür sorgt, dass wir im Krankenhauswesen endlich arbeitsteilig arbeiten. Zwischen einer funktionierenden Grundregel- und Notfallversorgung in der Fläche auf dem Land einerseits und einer spezialisierten, hochqualitativen Versorgung in dafür vorgesehenen Zentren auf der anderen Seite, indem wir sagen, wir sorgen dafür, dass wir die Kliniken arbeitsteilig aufteilen. Nicht überall wird irgendwas gemacht, weil man sonst wirtschaftlich nicht überlebt, sondern man teilt die Arbeit dafür, wo man geeignet ist. Man zieht das Personal zusammen dort, wo es gebraucht wird. Man sagt den Menschen, wo die Qualität stimmt. Man sorgt für Transparenz, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass dort, wo Krankenhaus draufsteht, auch Krankenhaus drin ist. Und nicht um auf die Antwort, auf die Frage des Kollegen Pilsinger noch zu antworten, es zulassen, dass kommunale Kliniken auf dem Landen, die kleinen in Bayern, die kleinen in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, einerseits in die Miese gehen und auf der anderen Seite Konzerne, Asklepios, Sana, Helios, Fresenius, alle das Geld abschöpfen, während es an der anderen Stelle fehlt, von der Solidargemeinschaft für dieses Land, wo es dringend gebraucht wird. Wir sorgen für Sicherstellung einer Gesundheitsversorgung, die dieses Land längst gebraucht wird. Wir sorgen für Qualität. Wir sorgen dafür, dass die Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal in Routine mit der richtigen Ausstattung dafür da ist. Und ich will Ihnen eins sagen, das Getöse in dieser Fraktion, was wir hier hören, ohne einen einzigen Vorschlag. Ich bin froh, ausdrücklich froh, dass es ausgerechnet eine unionsgeführte Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz ist, die sehr ernst aus Schleswig-Holstein Brücken baut. Die Brücken baut seit einem Jahr konstruktiv mit uns erarbeitet diese Reform, die nicht mit 16:0 gegen die Reform schlägt, sondern Verbesserungen einbringt, die wir gemeinsam diskutieren, wo wir vor Ort alle im Gespräch sind. Andro Ullmann als Professor Innere Medizin, Kitto Panstatis, Neurochirurg, Armin Grau als Neurologe, ich als Notfallmedizin, Praktiker von der Praxis für eine Gesundheitsreform, die es dringend braucht. Und das setzen wir jetzt um. Vielen Dank.